Die Corona-Krise wird Deutschland erwartungsgemäß in die schwerste Rezession der Nachkriegszeit stürzen, verbunden mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das bestätigte die Frühjahrsprojektion, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Berlin vorstellte. Demnach rechnet die Bundesregierung für das laufende Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3%. Für das kommende Jahr wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von 5,2% erwartet. Erstmals seit Jahren werde es einen Rückgang der Beschäftigung geben, so Altmaier. Die Kurzarbeit werde in einem noch nie dagewesenen Ausmaß steigen. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit wird in Deutschland durch den massiven Einsatz von Kurzarbeit merklich abgemildert. Im März und April werden voraussichtlich mindestens 3 Millionen Menschen in Kurzarbeit sein. Die Kurzarbeit wird auch im Jahresdurchschnitt höher sein, deutlich höher sein als während der Finanzkrise. Die Automobilkonzerne Volkswagen und Daimler forderten die deutsche Regierung auf, die Nachfrage nach Autos anzukurbeln. Die Coronavirus-Pandemie habe die Gewinne des ersten Quartals belastet und beide Autohersteller gezwungen, ihre Jahresprognosen fallen zu lassen.